So, liebe Leute, ich grüße euch, guten Tag. Anhand des Straßenschildes könnt ihr schon mal ungefähr ahnen, wo wir heute sind. Ich könnte aber auch einen Schwenk machen, dann würde man es auch sehen. Herzlich willkommen in Boppard-Fleckertshöhe. Die Ortsteile von Boppard sind von der eigentlichen Stadt am Rhein alle relativ weit entfernt und vor allem relativ hoch. Es ist ja nicht so, wenn man durchs Rheintal fährt, dass da die Felsen sind und dahinter ist dann einfach nichts. Nee, dahinter sind dann ganz viele kleine Orte. Ja, stehe so ein bisschen behelfsmäßig auf einer Verkehrsinsel, aber nicht auf der Fahrbahn. Hab auch meine Weste an, also eigentlich ganz gut zu erkennen und es ist hier auch nie ganz so viel los. Wir schließen heute mal eine Strecke ab. Wir sind das letzte Mal an der Hunsrückbahn Boppard-Emmelshausen, die bis Anfang der 1980er Jahre sogar bis Simmern weiterging. Ich referierte, glaube ich, schon mal an anderer Stelle darüber. Hier fährt die rheinland-pfälzische RB37 Boppard Hauptbahnhof Emmelshausen Renus Veniro mit Dieseltriebwagen der Baureihe 650, dem sogenannten Regio Shuttle, die für diese Strecke extra eine Steilstreckenzulassung benötigen, weil zwischen Boppard Hauptbahnhof und Boppard Buchholz geht das ganz schön den Berg hoch und zwar so richtig. Zu Bundesbahnzeiten übrigens war es, habe ich neulich mal gesehen, eine Diesellok der Baureihe 213 unterwegs. Sie stammt ja aus der V100-Familie. Normalerweise war das dann die Baureihen 211 und 212. Und ich glaube, zwei Handvoll Maschinen haben dann nochmal extra eine Ausrüstung für solche Steilstrecken bekommen und wurden dann als Baureihe 213 bezeichnet. Das also mal ein kurzer Blick in die Vergangenheit dieser Strecke. Drei Triebwagen mit dieser Zulassung meines Wissens nach hat Renus Veniro hierfür. Und die fahren hier im 60, 90 oder 120 Minuten Takt. Das wechselt immer fröhlich hin und her. Jetzt in den Stunden 11 und 12 an diesem Dienstag Ende Januar ist 60 Minuten Takt. Mehr geht hier auch nicht. Gut, man könnte in Emmelshausen ausweichen. Ich habe euch da ja mal die Weiche gezeigt. Aber naja, würde dann schon wieder Arbeit erfordern sozusagen. Also gucken wir uns hier insgesamt vier Zugfahrten an. Die Anlage ist, so wenn ich das so richtig weiß, Lokführer überwacht, Lichtzeichen, kein Gong, Halbschranken und eine Partie Seitenampel. Ich versuche die vier Zugfahrten, die ich hier habe, möglichst sinnvoll zu nutzen. Die Strecke ist damit sozusagen für mich abgeschlossen, außer dass man vielleicht noch mal da darauf fährt als Fahrer oder hier mal zum Wandern aussteigt. Verzeihung. Denn es gibt ja nur insgesamt vier Bahnübergänge an der Strecke. Im Bereich der Steilstrecke schon mal gar nicht. Dann im Boppard Buchholz, da haben wir mal angefangen. In Halsenbach Ehr, das war das Ding, wo nur Andreaskreuze stand, also nicht technisch gesichert. Und in Emmelshausen, wo wir vor einiger neulich dann auch mal waren. Ja, und das hier war der noch fehlte. Haltepunkt Fleckertshöhe. Der Ort selber ist selbstverständlich weiter weg. Und ja. Damit wäre diese kleine Nebenstrecke hier sozusagen fertig. Ich glaube nicht, dass sie eines Tages nochmal über Emmelshausen hinaus verlängert wird, aber zumindest der Part hier von Boppard bis Emmelshausen liegt doch einer gesicherten Zukunft entgegen. Viel Freude mit den nachfolgenden Aufnahmen und Grüße aus Boppard Fleckertshöhe.
So, ist doch mal ein gutes Kontrastprogramm zum letzten Film in Stockstadt am Main. Der Schülerzug morgens und mittags wird sogar mit zwei Triebwagen gefahren. Warum hat er hier nicht gehalten? Also einmal sind die Bahnsteige versetzt. Einmal ist hier der Bahnsteig in Richtung Boppard Hauptbahnhof. Und hier ist der Bahnsteig in Richtung Emmelshausen. Das Ganze wird als Bedarfshalt bedient. Das ist so ein bisschen wie bei Anruf Schranke, aber auch nur so ein bisschen. Wenn man einsteigen möchte, gut sichtbar auf dem Bahnsteig hinstellen. Wenn man aussteigen möchte, drückt man die Haltewunschtaste im Zug. Ist auf Nebenstrecken ein ganz gängiges und gutes Mittel eigentlich. Finde das keine schlechte Idee. Ja, und jetzt war kein Bedarf vorhanden. Also es kann sein, dass alle Züge vier, die wir hier sehen, einfach nur fröhlich hier durchrauschen. Und auch dieser Zug rauscht hier entspannt durch. Darf er natürlich nur machen, wenn die ausgewiesene Abfahrtzeit erreicht ist oder überschritten ist. Wäre er jetzt eine Minute zu früh oder was, dann müsste er natürlich trotzdem halten. So, der Triebwagen kommt in 35 Minuten zurück. Aber für sowas hat man ja ein warmes Auto hier stehen. Ne? Traurig, dass er selbst auf einer Strecke, wo die Schranke nur zweimal pro Stunde maximal runtergeht, für anderthalb Minuten, dass es da immer noch die Rotlichtverstößer gibt. Das ist, die Dummen sterben nie aus. Sorry für diesen ein bisschen ungünstigen Standort. Ich habe mir den jetzt quasi selber ein bisschen zugeparkt. Aber anders konnte ich mich hier nicht hinstellen. Und besser kriege ich die beiden Seitenampeln hier nicht drauf. Ja, und auch bei dieser Zugfahrt hat hier keiner Bedarf, ein- und auszusteigen. So, und auch der vierte Zug, den wir hier gesehen haben, zwar ja immer derselbe, hatte keinen Bedarf, hier anzuhalten.
Die Anlage ist, konnte ich noch in dem Baujahr 2000. Und das wollte ich noch nachgereicht haben. Sind wir hier fertig im Boppert Fleckerzür. Im Sommer komme ich hier mit Sicherheit nochmal als Fahrgast nochmal zurück. Aber ansonsten habt ihr auf dieser Hunsrückbahn alles gesehen. In den Infokarten habt ihr auch die anderen Bahnübergänge sicherlich gesehen an der Strecke, die ich hier gefilmt habe. Und ja, schön mal eine Strecke sozusagen mal abschließen zu können, filmtechnisch. Alles klar. Wünschen wir der Hunsrückbahn allzeit gute Fahrt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.